Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prison Architect. Wir bauen eigentlich relativ schnell. Schön würde ich jetzt nicht sagen, weil schön ist ja immer relativ, ne? Was für den einen schön ist, ist für den anderen schier. Versorgung. Wir müssen hier zumindest jetzt mal schauen, dass wir da die Toiletten mit Wasser verbinden. Razzia, dürfen wir nicht vergessen. Bei Prison Architect muss ich mir ein neues eine neue Art des Aufnehmens ausdenken, weil das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Weil das die Programme hier. What? Die Programme, die wir hier haben. Wenn ich es lade, ach so, so wie es aussieht, wurde das jetzt behoben. Todesurteil. Alle Räume überlegt, das lassen wir mal. Ah, ist egal. Wir starten die Razzia und warten, bis das die vorbei ist. Währenddessen können die Arbeiter hier eben auch die Rohre verlegen. Und ja. Und dann geht es eigentlich wieder weiter mit dem Beobachten und Verbessern. Und da spricht sie sich. Aha. Sieht fast so aus, als müssten wir uns noch ein paar Werte zulegen, weil die Inventur, sage ich schon, weil die Razzia zu lange dauert mittlerweile. Na, der letzte, jawohl. Dann sehe ich gerade hier, fehlt noch Strom. Soll auch bis da vorne gehen. Neue Häftlinge kommen jetzt gerade rein. Und ja, das ist natürlich, also wenn man ein Gefängnis bauen möchte, das finanziell wirklich, wirklich stark ist, sollte man wirklich anfangen mit so geringfügigen Gefangenen, weil man hat halt viel mehr, hier ist ein Rufzeichen, Die geringfügigen Häftlinge haben meistens nicht so schlimme Sachen gemacht, was dazu führt eben, dass sie nicht so lange im Gefängnis bleiben, weil das Strafmaß sozusagen geringer ist, weil man die mittleren oder die Schwerverbrecher
die bleiben einem viel länger im Gefängnis. Natürlich bekommt man ein bisschen mehr Geld für die, aber wenn ich mir dann... Wenn ich mir dann eben anschaue, wenn ich jetzt eine niedrige und eine normale Sicherheitsstufe habe, das sind 200 Dollar, 200 Euro, Entschuldigung, Unterschied. Und bei den höheren ist es dann schon ein bisschen anders, aber der Aufwand, man muss halt auch immer dem Aufwand rechnen. Und ja, das ist halt... Und das ist nur der Anschaffungspreis. Und bei niedrigen, den Be niedrige bekomme ich jeden Tag 4 oder 5. Und da bekomme ich, bin ich gleich mal wieder flüssiger als andere. Warum geht da die Tür nicht auf? Hatten wir das nicht letztens schon? Türkontrollsystem verbinden. So. Schauen wir noch mal. Schaut gut aus. Der eine Häftling, der hier drin ist, da ist ein Häftling drin. Schauen wir mal schnell rein da. Der da, der war in der Todeszelle, wenn ihr euch erinnern könnt. Und der ist aber... begnadigt worden vom Todesstuhl sozusagen. Und darum ist er eingestuft als schwerer Häftling. Sicherheit. Okay. Also ich würde den eigentlich gerne zur Niedrigsicherheitsstufe machen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Weil dass der da jetzt im Ding drin steht, das ist ein bisschen doof. Ich habe nämlich noch keine Zelle für solche Häftlinge. Da haben wir gesagt, fahren wir mit dem dicken Rohr durch. Und dann können wir hier eben das so machen. Und dann ist die Küche auch schon wieder abgesichert vor Bränden. Das ist wichtig. Und da haben wir jetzt wieder einen, der zu Tode verurteilt ist. Und da haben wir jetzt 5% der Pichthard. Das ist der, Adam Pichthard. Mordversuch, ernste Körperverletzung, Vergewaltigung und Mord. Da dürfen wir wieder das Gesetz durchdrücken und ihn hinrichten. Und ja, das werden wir
an diesem Tage machen, wenn die, also ab Mitternacht, und das wird wahrscheinlich im nächsten Video der Fall sein. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.